Hey Gavia, begrüßt euch alle zu einer neuen Mod-Vorstellung auf dem Kanal Multiplayer. Oh! Okay, das lassen wir mal lieber. Ja, ich habe eine neue Mod für euch. Vorher noch eine kleine Information. Und zwar ist es so, dass ich immer zwischendurch so mal eine Mod-Vorstellung bringe, immer wenn ich mal eine coole Mod gefunden habe. Und leider geht mir dieser beim Moment aus. Und deshalb schreibt mir doch ein paar neue, andere, coole... Oh, jetzt habe ich gegen mein Mikro gehauen. Ein paar coole Mods in die Kommentare, die ich noch nicht vorgestellt habe und die ich mal vorstellen soll. Und ja... Diesmal habe ich den More Player Models Mod für euch. Und ja, ihr seht's hier, ich habe auch mich mal um ein neues Mod-Vorstellungsdings da gekümmert. Denn das ist doch ein bisschen besser als immer diese, als das immer einfach nur in irgendeiner generierten Map zu machen. Deshalb habe ich mich mal hingesetzt, habe das hier gemacht. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das gefällt oder nicht. Und ja, fangen wir jetzt mit der Mod an. Ihr seht ja schon, was das Ganze kann. Und zwar kann man damit seinen eigenen Skin verändern. Wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar müsst ihr als allererstes mal auf F6 drücken. Und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Und jetzt mache ich einen kurzen Cut und dann setze ich mal alles zurück, damit ich euch alles zeigen kann. So, jetzt habe ich meinen ganz normalen Skin wieder. Und was man als erstes schon mal sieht, ist, dass oben bei meinen Kopfhörern und der Kapuze, die sehen jetzt viel plastischer aus, sage ich jetzt einfach mal. Normal ist da ja einfach eine Schicht drüber und dann ist da immer so eine kleine Lücke zwischen Kopf und Kopfhörer oder was auch immer man da drauf gemacht hat, auf die zweite Lage. Und ja, das ist jetzt nicht mehr so und es sieht halt einfach viel besser aus. Fangen wir erst damit an, wie man den Charakter verändern kann. Und zwar hier kann man einfach erstmal alles verändern, die also Größe und so. Scalen halt. Als erstes der Kopf, kann man größer oder kleiner ziehen. Also die Breite, die Höhe, die Tiefe. Oder den Körper dann, kann man jetzt hier mal mega groß und muskulös. Und hier dicke, fette Arme. Richtig der Muskelprotz hier. Ne. Und das sieht... Ihr seht, es sieht schon wirklich derbe bescheuert aus. Da seht ihr, man kann mit dem Skin schon allerhand ziemlich bescheuertes machen. Außerdem, hier, wir sind ja jetzt viel größer als normal. Da können wir den Point... Also, dann ist... die Sicht auch automatisch größer. Das können wir aber auch hier ausstellen. Das heißt, wir sehen das jetzt hier aus normaler Höhe. Wenn wir das aber anmachen, sehen wir, sind wir ein bisschen größer. Hier können wir außerdem noch Chat Bubbles anmachen, also Sprechblasen. Das funktioniert allerdings nur im Multiplayer, denn man kann die Mod auch im Multiplayer installieren. Und was sehr, sehr, sehr praktisch ist, dass man das nicht als Mod installieren muss, sondern dass es das als Plugin gibt. Also das könnt ihr dann ganz einfach in Plugin-Ordner ziehen, denn Mods auf Mods auf einen Server zu installieren, das ist ja nicht ganz so einfach. Ich habe es auch noch nicht hinbekommen. Und ja, deshalb finde ich das wirklich mega gut. Außerdem können wir uns hier auch das Back-Item an- und ausschalten. Das kennt man ja auch schon aus anderen Mods. Immer... Okay, also ihr seht, das ist noch ein bisschen, wenn man größer ist, schwebt das Item so ein bisschen in der Luft, aber naja, ich finde es nicht so schlimm. Auf jeden Fall, wenn wir das dann, immer das erste Item wird dann immer auf dem Rücken angezeigt. Das erste Item in der Leiste. Ja, außerdem können wir uns hier einen Tooltip anzeigen lassen und da sehen wir jetzt Diamant, unten rechts in der Ecke, Diamantschwert 1561 von 1561, das ist die Durability. Ja, das finde ich auch wirklich sehr praktisch. Ich würde sagen, dann mache ich das jetzt nochmal mache ich das Ganze jetzt nochmal rückgängig und dann zeige ich euch, was man noch so alles
aus diesem Skin machen kann. Und da haben wir wieder unseren alten Skin zurück. Jetzt können wir auch noch Näheres zu den einzelnen Körperteilen einstellen. Zum Beispiel hier ist den Kopf. Das ist hier die Kopfbedeckung, wie ich eben gesagt habe. So ist das ja normal, das sieht überhaupt nicht schön aus, finde ich. Und ja, so können wir das einstellen, dass das plastischer aussieht. Das ist aber standardmäßig eingeschaltet. Und ja, ich finde es wie gesagt wirklich sehr gut. Aber ich mache es jetzt mal aus. Es ist besser, um dann das andere zu zeigen. Also drehen wir den einmal um hier. Und zwar gibt es jetzt auch verschiedene Haare. Ja, Player, da verstehe ich nicht so ganz, was das denn ist. Es ist immer so ein weißes mit unten einem roten Punkt. Ich habe keine Ahnung, woher der das nimmt und was weiß ich. Also ich glaube nicht, dass man das groß braucht. Ihr seht es ja, es ist völlig unnütz. Aber gehen wir mal weiter. Hier lange Haare zum Beispiel. Das sieht jetzt bei mir mega bescheuert aus, weil da die Haare nicht ganz bis unten gehen, sondern nur, ja, die sind halt ein bisschen kürzer, ne? Außerdem können wir jetzt hier noch so dünne Haare machen. Ich finde, das sieht mega hässlich aus. Ein bisschen stylisch, in Anführungszeichen. Sieht ja wirklich mega stylisch aus. Pferdeschwanz. Was ich auch sehr cool finde, ist, wenn man den Kopf bewegt, ihr seht, es ist wirklich so, als würde das dann am hinten am Körper hängen. Und ja, geht dann halt auch so zurück und bewegt sich mit. Das finde ich auch, wie gesagt, mega cool. Außerdem können wir jetzt hier noch die Haarfarbe verändern. Ich mache es jetzt hier mal in einem Braun. So. Passend zu den anderen Haaren. Ich finde, sieht zwar jetzt wieder ziemlich dämlich aus hier wegen den Haaren, aber scheiß drauf, wa? Können wir uns jetzt auch noch Mohikaner hinzufügen. Ja, sieht ja wundervoll aus. Mache ich jetzt einfach mal. Und zwar in Rot, ja, sieht ja wundervoll aus. Braucht doch jeder. Und ein Bart, ein schön hier. Standard. Wikinger. Langer Bart. Kurzer Bart. Gar kein Bart. Machen wir doch mal einen langen Bart. Auch wieder in Braun. Das ist doch das, was wir alle brauchen, ne? Das ist zu braun. Das ist zu schwarz. So ist Gott. Dann können wir uns auch noch eine Schnauze hinzufügen. Die ersten drei funktionieren irgendwie nicht. Also bei mir haben sie jedenfalls noch nie funktioniert. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es funktioniert halt nicht. So, ich stelle den erst nochmal seitlich. Aber die nächsten sind wirklich cool. Naja, okay, die ersten vier nicht. Aber hier, ein... Ja, keine Ahnung, es ist eine Katze, glaube ich. Katzenschnute. Oder ein... Ja, was ist denn das? Esel? Ist das ein Esel? Ja, könnte ein Esel sein. Oder ein Wolf. Oder ein Hase. Das finde ich am süßesten hier. Oh, wie süß. Oh. Okay. Dann können wir uns auch noch Ohren hinzufügen. Da funktioniert der Player mal wieder nicht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, woran es liegt. Aber hier Hasenohren. Oder auch hier... Was ist denn das wieder? Katzenohren, denke ich mal. Ich mache jetzt einfach nochmal Hasenohren. Auch wieder schön in Braun hier. Oder nee, warte, das müssen wir rückgängig machen. Die müssen schön weiß bleiben oder grau. So, haben wir noch ein wundervolles Häschen hier. Oh, voll süß. Oh. Okay, kommen wir jetzt zum Körper. Ja, das wollen wir doch alle hier, ne? Okay, man sieht das jetzt nicht so gut wegen dem Bart, aber... Genau. Es gibt drei verschiedene Brustarten, aber ich denke, das ist jetzt ein bisschen unlogisch. Denn, ja, eine Frau mit so einem langen Bart, ne, es geht gar nicht. Können uns jetzt auch noch Flügel hinzufügen. Das hier sind wieder die Player-Flügel, die mega hässlich aussehen. Dann gibt es die Engelflügel. Ich finde die wirklich sehr cool. Die hier sind auch ganz nett. Und die hier. Die finde ich am coolsten. Aber die passen nicht so zum Hasen, wisst ihr? Dann nehmen wir doch mal die, ne? Farbe können wir hier auch wieder anpassen. Immer bei F. Können wir die Farbe anpassen. Außerdem können wir jetzt hier noch so coole Particles hinzufügen. Erstmal die Player-Artikels. Particles. Die sehen wir jetzt hier hinten bei unserem Player hier. Sieht man das? Ich finde die wieder hässlich, weil die wieder so weiß-rot sind. Keine Ahnung, wieso das überhaupt dabei ist.
wirklich, keine Ahnung. Dann Typ 1, das sind so Schneeflocken. Typ 2, Herzchen. Können wir die Farbe auch wieder verändern hier. Rote Herzchen sind noch viel schöner als weiße Herzchen. dann auch noch Rainbow. Ja, und das war's. Würde ich sagen, nehmen wir mal die Schneeflocken hier. Die passen vielleicht am besten hier zum Häschen, ne? Dann Finn ist die Flosse. Dann gibt's wieder entweder dieses Player-Mister oder halt eine Haifischflosse ist das, denke ich. Aber die lassen wir jetzt mal weg, würde ich sagen. Und ja, kommen wir jetzt zu den Armen. Das sind die Klauen. Bei mir funktionieren die irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich kann mal einstellen, entweder bei beiden Händen oder nur links oder nur rechts. Aber bei mir funktionieren die überhaupt nicht irgendwie. Die werden überhaupt nicht angezeigt. Und ja, keine Ahnung, woran es liegt. Gehen wir deshalb weiter zu den Beinen. Und die finde ich mega cool. Da können wir jetzt hier zum Beispiel einen Nagerschwanz. Okay, das hört sich jetzt falsch an. Nagerbeine sage ich vielleicht besser. Nagerbeine. Spinnenbeine. Finde ich mega cool übrigens. Ein Pferd kann man werden. Also das hier ist ja jetzt eher so ein, wie heißt das? Nicht Minotaur, sondern, ach, keine Ahnung. oder hier wieder ganz normale Nager, das eben war ja mit den Player-Texturen dann. Das hier sind halt ganz normale Nager-Texturen. Dann Mermaid, also das ist Meerjungfrau. Und das finde ich auch wirklich sehr cool. Das lasse ich jetzt erstmal kurz und gehe hier raus. Ihr seht, es hat sich nichts verändert. Aber wir laufen jetzt mal ins Wasser. Und sobald wir im Wasser sind, seht ihr, haben wir diese Flossen. Und das finde ich wirklich mega krass, denn das ist ja in Wirklichkeit auch so, oder halt in diesen Filmen, wo die drin vorkommen, oder diesen Märchen halt, ist das ja so, dass die nur diese Flossen haben, wenn die im Wasser sind. Und das finde ich wirklich sehr cool. Dann gibt es noch Digitigrade, kein Plan, was das ist. Sieht aber ein bisschen komisch aus. Könnte auch irgendwie, ja, keine Ahnung. Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, was das denn für Beine sein sollen. Oder wir können auch die Beine ganz weglassen. Das finde ich auch sehr cool, denn dann schweben wir hier so ein bisschen in der Luft, ne? Ja, würde ich sagen, lassen wir doch so, oder? Wir sind einfach ein schwebender Hase. Wir haben ja Flügel, ne? können wir uns auch noch einen Schwanz geben? Hört sich jetzt auch wieder falsch an, aber ihr dürft jetzt einfach nicht falsch verstehen. Player Dragon Schwanz, der funktioniert bei mir wieder irgendwie nicht. Dann Katze, Wolf, Horse, also Pferd, Drache, Squirrel, also, wie heißt's? Eichhörnchen. Ja, das war's. Ich nehme jetzt hier dieses, oh Mann, dieses Eichhörnchen, den Eichhörnchenschwanz auch wieder in Braun. Ich finde den mega cool. Ich finde es auch wieder, es ist mega gut gemacht von den Texturen hier und alles. Mega gut. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Sounds. Können wir entweder ganz normal oder halt weiblich machen. Und ich sag dazu erstmal nichts, ne? Ich zeig's euch einfach mal. Hört's euch mal an. Okay, ich sag dazu gar nichts, ne? Könnt ihr euch ja selber was dazu denken, ne? Also, wie gesagt, ich sag dazu gar nichts. Okay. Und ja, das war's schon von diesen Sachen. Können natürlich noch mehr, aber jetzt gucken wir uns jetzt erstmal das hier an. Sieht ja wundervoll aus. Oh, so wunderschön. Und ja, außerdem können wir uns auch noch in jede, das machen wir einfach so, in jeden beliebigen Mob verwandeln. Hier, Fledermaus, Blaze, Cave Spider, Chicken, Kühe, alles halt, ne? Alles, wirklich alles. Und was mega krass ist, sogar in den Enderdrache. Und wir bekommen dann auch noch so eine coole Leiste da,
Huch. Oh, ich muss F5. Wir sehen hier, wir haben eine mega hohe. Also wir gucken mega hoch, was mega blöd ist, denn wir haben keine längeren Arme dadurch. Können eigentlich nur irgendwas, was in der Luft ist, abbauen. Hier unten ist auf dem Boden, da kommen wir überhaupt nicht mehr dran. Und irgendwie ist der hier überhaupt nicht animiert. Finde ich mega komisch, denn eben als ich das Ganze getestet habe, war er animiert. Aber jetzt gerade ist er irgendwie nicht animiert. Fragt mich nicht wieso, aber es ist leider so. Das hat mir mega gut gefallen. Sehr komisch. Oh, der geht jetzt hier so ein bisschen drüber. Hier verkleinern wir den mal. So. Jetzt können wir es wieder groß machen. Ja, ich brauche euch da jetzt. Ja, okay. Ich brauche euch das jetzt wirklich, glaube ich, nicht alles zeigen. Ihr kennt ja die Mobs, die es alles so gibt. Und genau, aber es ist noch nicht alles. Wir können jetzt hier Load Settings und da gibt es okay, ja. Hier können wir halt den noch ganz viele Einstellungen machen, also Sachen, die hier schon von vorher eingespeichert sind. Zum Beispiel hier Zwergen, weiblichen Zwerg, männlichen Zwerg, ein Elf, Ender Chibi, Human Female einfach, also halt der ganz normale Skin, nur weiblich. Als Orks. Ja, dann den Standard, den habe ich mir selber gespeichert. Und Tegavia, vom Anfang her, genau. Und wir haben mit ihr angefangen, mit Hallo. Gesagt, wir haben mit Tegavia angefangen, also, so. Was ein bisschen blöd ist, wir können das hier speichern unter einem Namen, ne? Aber sobald wir die Welt verlassen und wieder in diese Welt reingehen, ist dieser gespeicherte bei mir jedenfalls nicht mehr vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder nur an mir liegt oder ob das wirklich so ist, aber ich find's halt mega blöd. Und ja, ist zwar nicht so schlimm, aber ja, ist okay. Ist halt ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, es ist noch nicht alles. Gehen jetzt hier nochmal auf F6 und dann die Edit-Buttons. Da können wir uns das Ganze einstellen. Und ich werde euch das jetzt zeigen. Und zwar sind das Animationen, die der Spieler machen kann. Mit C können wir zum Beispiel kriechen. Also uns auf den Boden legen und kriechen. Wenn wir jetzt direkt loslaufen würden, dann wird der wieder ganz normal laufen. Deshalb müssen wir sneaken und dabei kriechen. Halt nach vorne drücken. Und dann können wir so kriechen. Was ein klein wenig blöd ist, das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das jetzt ein Block tief, ne? Wir kriechen jetzt. Normal, da wir auf dem Boden liegen, müssten wir da durchkommen. Aber nein, wir kommen nicht durch. Das finde ich ehrlich gesagt ein klein wenig blöd. Aber das liegt einfach daran, dass das ja einfach nur Animationen sind, neue, die hinzukommen und nicht neue Möglichkeiten, die der Spieler hat, irgendwas zu tun. Und ja, ist schon okay. Und dann können wir mit X uns auch einfach hinsetzen. Genau, das Kriechen war C. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber hinsetzen einfach. Huch. So sieht das aus. Dann, okay, wir können sogar noch sneaken, wenn wir sitzen. Und dann hier so durch die Luft. Oder über den Boden kriechen. Dann B ist, das finde ich immer noch am geilsten hier, tanzen. Das ist so Hammer. Guckt euch das an. Er tanzt, ich finde es so mega nice. Oh, nee. Aber man muss sagen, sie tanzt, genau. Sie tanzt, wundervoll. Okay, dann können wir auch noch, das können wir auch noch alles über den Chat machen. Jetzt können wir zum Beispiel /cry einstellen und dann, oh, ne, sie heult, oh nein. Komischerweise nur aus einem Auge. Ne, jetzt nicht mehr. Aber ihr seht, wir können den Kopf auch nicht mehr heben. Und erst noch sneaken und, oh, sie ist so traurig, oh.
tut mir schon fast leid. Oh. Okay. Sobald wir wieder loslaufen, hört das auf. Allerdings, bei allen Animationen, wenn wir sneaken und dabei laufen, dann hört die Animation nicht auf. Normalerweise, wenn wir ohne sneaken weiterlaufen, dann hört die Animation auf. Aber, wenn wir dabei sneaken, hört die nicht auf. Ich muss jetzt noch eine bestimmte Animation suchen, die gibt es nämlich auch noch. Genau. Slash Hack. Genau, das ist so. Eigentlich soll es umarmen sein, aber ich finde, das sieht eher aus wie irgendwie so ein Zombie. Und ja, auch wenn wir laufen, geht das wieder weg, aber durch Sneaken und so können wir da wie so ein Zombie. Sind ja so ein Zombie mit Flügeln, ja, groh, brr. Mega angsteinflößend. Ich würde sagen, das war dann alles. Ich müsste alles gezeigt haben, ja. Ab dieser Folge werde ich alle Mods, die ich so vorgestellt habe, immer am Ende der Folge bewerten. Und da fangen wir jetzt direkt mit dieser Mod an. Ich finde, sie ist wirklich mega krass und mega gut animiert, die Animation. Und echt cool, die Idee. Vor allem auch, dass das auf dem Server super funktioniert und sehr einfach vor allem zu installieren ist. Und außerdem finde ich das auch mega praktisch, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Minecraft-Video oder halt Film, muss man ja eigentlich sagen, ein Minecraft-Film drehen will und dann solche Animationen oder kluge Tiere oder Mobs braucht, dann ist das wirklich sehr gut. Da kann man einfach sich dieses Plugin installieren und schwupps, schon ist das ganz einfach. Und deshalb bekommt diese Mod ganze 10 von 10 Punkten. Boah, coole Technik und so, ne? Und mit diesen Worten kommen wir auch schon in die Endcut oder Outro oder... Ja, okay, ich sag's jedes Mal, ja, bla bla, ich... Keine Ahnung, es wird von jedem anders genannt. Die meisten nennen es Outcut und ich nenn's aber Intro, Outro. Ich nenn's Outro, deshalb sind wir jetzt hier im Outro. Links kommt ihr zu einer kleinen Billard-Folge. Echt cool geworden. Und rechts kommt ihr zu der letzten Mod-Vorstellung. Und zwar war das der Better Science Mod. Wirklich eine coole Mod. Da werden die Schilder nochmal so ein klein wenig verbessert. Wenn euch das interessiert, geht doch einfach mal dahin. Dann wäre es jetzt auch noch nett, wenn ihr die Mod-Vorstellung bewerten könntet. Und wie gesagt, schreibt neue Mods in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, ne? Und dann würde ich jetzt einfach sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!